Hallo meine Lieben, heute habe ich für euch wieder ein Video auf Deutsch. Das habe ich schon längere Zeit nicht gemacht und ich habe gedacht, heute mache ich mal ein aufgebraucht Video. All die Produkte, die ich in letzter Zeit wirklich komplett aufgebraucht habe. Also manche habe ich nicht ganz aufgebraucht, weil sie mir einfach nicht gefallen haben oder was auch immer, oder sie haben nicht gut funktioniert. Und ja, fangen wir gleich an, weil ich habe wirklich hier einen Riesensack. Ich habe diesen Korb hier immer im Badezimmer und wenn ich was leer mache, schmeiße ich das da einfach rein. So, das erste ist ein Shampoo hier, das ist von Herbal Essences. Das ist das strahlend sauber Reinigungsshampoo mit Teebaum Duft und das fand ich wirklich ein tolles Reinigungsshampoo. Also wenn ihr zum Beispiel viel Styling-Produkte verwendet oder sehr viele silikonhaltige Produkte, dann ist es wirklich gut, ab und zu manchmal so ein Reinigungsshampoo zu verwenden, weil das nimmt dann wirklich also diese Produktüberreste von dem Haar komplett weg. Man hat dann auf den Haaren so ein bisschen Quietsch-Effekt. Das fühlt sich dann so ein bisschen quietschig an, also muss man definitiv noch mit einer Spülung nachfolgen, aber das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und dann habe ich hier noch ein Produkt von L'Occitane aufgebracht. Und zwar ist das Cleansing Oil und das ist wirklich ein tolles Abschmink-Cleansing Oil. Also wenn ihr noch nie so ein Öl benutzt habt zum Abschminken, würde ich das euch unbedingt mal empfehlen auszuprobieren, weil ich finde das für mich die absolut beste Methode, einfach die Schminke herunterzubekommen. Ich nehme dann meistens erst ein Öl, also ein Abschminköl, und dann nachher reinige ich nochmal mein Gesicht mit so einem Reinigungsmittel, aber das löst wirklich alles. Das löst wasserfestes Make-up. Also es lässt kein öliges Gefühl auf der Haut. Also es fühlt sich einfach sauber an. Und das hier von L'Occitane fand ich wirklich sehr, sehr gut. Es hat auch meine Augen überhaupt nicht irritiert oder so. Also wirklich ein tolles Abschminköl. Ja, dann sind hier noch ein paar Body Butters, die ich aufgebraucht habe. Zum einen ist das hier dieses, das ist von The Body Shop und das ist das Glazed Apple. Oh, habe ich wirklich zum allerletzten Tropfen aufgebraucht. Ich liebe diesen Duft. Also es war so ein Weihnachtsprodukt. Super toller weihnachtlicher Apfelduft. Ich habe diesen Body Butter sowas von geliebt. Das ist auch ein Body Butter und das war das Pina Colada. Das war zur Sommerzeit und oh, das riecht auch wieder mal so geil. Wirklich zum letzten Tropfen aufgebraucht. Das hat so gut gerochen, eben nach dieser Ananas und Kokosnuss. Einfach sehr, sehr sommerlich. Und dann habe ich noch ein Body Butter aufgebraucht von Body Shop. Wie ihr seht, ich liebe die Body Butters von The Body Shop. Und das ist hier Frosted Plum. Das war auch, glaube ich, Weihnachten irgendwas. So pflaumig. Das war jetzt nicht mein Lieblingsduft, aber es war einfach von dieser Weihnachtskollektion. Und dann habe ich hier noch ein kleines Body Butter. Frosted Cranberry oder so. Also ich weiß, das war dieses Cranberry-Duft. Dieser war sehr, sehr reichhaltig, also wirklich sehr reichhaltig. Shower Cream Mango Passion Fruit, also so eine Duschcreme von Yves Rocher. Mango Passionsfrucht. Ich finde das einfach so die beste Kombination von tropischen Früchten. Die passen so gut zueinander. Aber ich würde es nicht nochmal kaufen, einfach weil die Flasche finde ich sehr unpraktisch. Das ist einfach so ein Schraubverschluss oben, so wie eine PET-Flasche. Und da kam dann immer viel zu viel. Also man kann, und diese Plastik ist sehr hart, also man kann da nicht so richtig drücken. Also, und ich finde einfach, dieser Schraubverschluss ist einfach in der Dusche überhaupt total unpraktisch. Das Duschgel hat wirklich super gut gerochen und natürlich auch gut gereinigt. Das ist von Garnier Fructis. Das ist das Cocoa Water. Das ist eine Spülung, also eine Haarspülung. Das steht hier ohne Silikone. Also es hat sehr gut gerochen. Es hat so einen Kokosnuss, leichten Kokosnussduft. Ich mochte die Verpackung einfach, auch das Grüne. Ja, hat eigentlich gut funktioniert. Würde es vielleicht nochmal nachkaufen. Ich habe jetzt momentan eine eher hochwertigeren Spülung von Kerastase, die ich lieber benutze. Ja, dann ist noch ein Produkt hier von L'Occitane. Das ist das Ultra Soft Balm. Das war, glaube ich, ein Aprikosenduft. Und ich würde das definitiv nochmal kaufen. Ich habe das geliebt. Das ist so ein richtig dickes, öliges Balm. Also so eine ganz dicke Creme. Ich habe die oft verwendet. Entweder auf den Lippen habe ich die ganz gern gemacht oder auch hier auf die Nägel, so die Nägelhäutchen, die einzuweichen und einzucremen, habe ich das sehr gern einfach bei meinem Bett immer gehabt und habe das komplett aufgebraucht. Hier mal ein Nagellackentferner. Das ist einer von Coop hier in der Schweiz. Das ist einfach der Qualité und Prix Balsam. Das ist ohne Aceton. Ich benutze meistens immer die ohne Aceton, weil ich einfach, das sind Echtnägel und deshalb möchte ich nicht irgendwie zu
zu viel Aceton verwenden, weil das trocknet die Nägel ja sehr stark aus. Da habe ich dann noch ein Produkt hier von Paula's Choice. Das habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft. Ich habe das in einem Haul gezeigt. Und das ist das Clinical 1% Retinol Treatment. Also da ist Retinol, ich weiß nicht. Das ist wirklich ein Anti-Aging-Produkt. Das wirkt gegen kleine Fältchen, wirkt das entgegen und das funktioniert wirklich super toll. Und 1% Retinol drin, das ist wirklich wahnsinnig viel für einen nicht zu teuren Preis. Dann ein Deo, das ist mein absoluter Go-To-Deo, der Rexona Men Maximum Protection, der wirkt wirklich, das, ich kaufe diesen Deo schon seit Jahren. Die haben das jetzt auch in der Frauen Abteilung haben sie jetzt das Maximum Protection für Frauen, aber ich mag diese Frauendüfte nicht. Ich finde die immer viel zu blumig, viel zu süß, viel zu pudrig und dieser für Männer, der hat eher so einen leichten Cool Water, so ein Wasser-Aqua-Duft und der wirkt wirklich super. Ich mache viel Sport und ja, gegen Schwitzen ist das wirklich das einzige Produkt, das ich gefunden habe, das wirklich mich trocken hält. Ja, dann habe ich hier einen Eyeliner von NYX. Das ist der NYX Matte Liquid Liner. Das ist ein genialer Flüssig-Eyeliner. Der wirkt einfach super gut, ist so preisgünstig. Einen feinen Pinsel vorne, also kann man wirklich einen super tollen, geschwungenen Eyeliner hinzaubern. Ja, wirklich super toll, den Matte Liquid Liner. Ich habe schon einen neuen, den ich jetzt gerade brauche. Ich habe den sogar auch heute drauf. Dann habe ich hier eine Mascara drin von Marc Jacobs. Das ist die Omega Lash Mascara in der Farbe Blacker. Also sie war gut, doch. Ich habe sie am Anfang sehr gemocht, aber ich würde sie nicht nochmal kaufen. Da war wirklich das Resultat oder den Look von dieser Wimperntusche war mir nicht besonders genug für den Preis. Gute Mascara, aber ist auch nicht irgendwie wow, super, haut mich vom Sockel. Haarspray ausgemistet. Jetzt wundere ich mich gerade, wieso ich das ausgemistet habe, weil ich glaube, ich benutze einfach Haarspray viel zu wenig. Ich habe eigentlich nur so ein kleines gehabt, weil ich fand das gut zum Reisen. Aber ich nehme das nie mit auf Reisen, weil ich einfach nicht Haarspray benutze. Das ist von Manhattan, das ist das Super Gel Top Coat. Und das ist wirklich so ein Top Coat, wo man am Schluss über den Nagellack drüber tun soll. Also die haben dann noch die Super Gel, einfach die Farben und das sollte drüber. Das Problem ist, dass das trocknet mir einfach viel zu langsam. Und mit dem musste ich einfach ewig lang warten, bis der trocken war. Who's got time for that? Ich nicht. Ich habe den jetzt einfach aussortiert. Ja, dann habe ich hier noch eine Zahnpasta. Die wurde mir zugeschickt vor kurzem. Die habe ich auch in einem Unboxing-Video gezeigt. Das ist das Black is White Curaprox. Das ist eine schwarze Zahnpasta und das ist natürlich der Gag, ist das eine schwarze Zahnpasta, das ist was Neues. Also die kommt wirklich rabenschwarz raus, die ist, da ist anscheinend Kohle drin. Dieser Kohleanteil soll die Zähne weiß machen, also besonders reinigen. Das hat mir einfach nicht geschmeckt. Das schmeckt einfach komisch. Also das hat einen Minzeduft, also Lime, Mint, Limette, Minze, okay, ja, es riecht so, es schmeckt so ein bisschen minzig, aber ich schmecke einfach das andere Zeugs noch hier drin, also das ist Kohle und so, das schmecke ich einfach. Mich hat es dann einfach ein bisschen gegraust. Dann habe ich hier ein Duschgel aussortiert, das habe ich nicht ganz aufgebraucht, das ist von Coop, das ist die Naturaline. Das ist ihre Eigenmarke und die machen nur Naturkosmetik, die nicht an, also es ist vegan, es ist nicht an Tieren getestet und so und das ist alles, finde ich eigentlich super. Duftrichtung Feige Hibiskus ausgewählt und mir kam dann schnell, eigentlich mag ich feige Duft nicht so besonders. Ich finde das Konzept wirklich super. Vegane, wirklich zahlbare, vegane Naturkosmetik im Supermarkt finde ich super. Also wirklich top. Feige war einfach nicht so meins. Die haben noch andere Duftrichtungen. Werde ich nächstes Mal vielleicht eins von den anderen auswählen. Ja, dann habe ich hier etwas von Chanel aufgebraucht sogar. Chanel Chance Eau Fraîche. Wenn ihr das Chanel Chance kennt, die haben ein Eau Fraîche. Riecht wunderschön. Und da habe ich mir einfach diese Nachfüllkartuschen, weil die haben so ein Roll-Up. Das kann man dann sehr gut mitnehmen auf Reisen. Und da waren drei Kartuschen drin. Ich habe vom letzten noch ein bisschen übrig. Das ist jetzt noch in der Kartusche drin. Das ist einfach, ich finde diese Reisesprays super. Ich wünschte mir, dass mehr Parfüms so eine Verpackung machen würden, die man dann wirklich mitnehmen kann auf Reisen. Weil oft sind diese aufwendigen großen Flaschen einfach nicht sehr praktisch. Dann habe ich noch hier ein Trockenshampoo von Batiste. Das ist absolut meine Lieblingsmarke, wenn es zu Trockenshampoo kommt und habe schon verschiedene
von Batiste ausprobiert und das ist das Dark und Deep Brown. Also das ist leicht gefärbt. Also für brünettes Haar ist das wirklich gut, weil wenn man das einsprayt oder einsprüht, sieht man nicht so diese weißen Trockenshampoo-Reste und das finde ich wirklich sehr cool. Ja, dann habe ich hier eine Handcreme, die ist von Cien. Das ist eine Marke, die gibt es im Lidl und das ist eine super tolle Handcreme. Das ist die SOS Hand Concentrate. Die kostet irgendwie 1 Franken hier in der Schweiz. Super billig und das ist eine absolut tolle Kopie von dem Norwegian Formula, diese Neutrogena Handcreme, die sehr, sehr dick ist. Da ist ganz viel Glycerin hier drin. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Entweder kann man sie direkt so oder man kann sie mit ein paar Tropfen Wasser noch aufreiben. Dann wird sie ein bisschen dünner. Aber das ist einfach eine super Handcreme. Hier eine Mascara von CoverGirl aufgebraucht. Das ist die Lash Blast Volume Waterproof. Also das ist wirklich eine gute Mascara, diese Lash Blast. Ich mag die von Maybelline, von CoverGirl. Aber ich glaube, entweder war sie alt. Ja, dann habe ich hier noch ein Nagelöl. Das ist von Sally Hansen. Das ist dieses Nagelöl, wo man sich anmalen kann auf die Nagelhäutchen. Das soll die Nagelhäutchen wirklich ja, ein bisschen Feuchtigkeit spenden. Das ist wirklich ein Öl. Ich fand das einfach sehr, sehr ölig. Es ist bei mir nicht richtig eingezogen. Ich fand, meine Nägel waren dann einfach sehr, sehr ölig. Es hat sie nicht so wahnsinnig gut gepflegt. Da mag ich lieber so einen Balsam lieber. Von OPI, das Nail Envy Nail Strengthener. Das ist ein absolut Lieblingsprodukt. Ich habe es auch schon wieder nachgekauft. Ich habe da immer 2 oder 3 im Backup. Also das ist mein Favorit Nagelhärter. Aber ich finde immer noch das Original am besten. Ich habe auch schon mal das Matt ausprobiert. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Stärkt wirklich meine Nägel absolut. Dann habe ich hier ein Produkt von Lush. Das ist das Love and Light Hand Cream. Das ist eine Handcreme von Lush. Ich liebe Lush. Ich finde das Konzept von Lush super. Vielen veganen Produkten, nicht auf Tieren getestet und so. Hier hat mir einfach der Duft, glaube ich, nicht gepasst und ich fand sie auch nicht reichhaltig genug. Das riecht wie Kölnisch Wasser. Da steht zwar hier Neroli Duft und so, aber das riecht für mich wie Kölnisch Wasser und das erinnert mich einfach an meine Oma, die hat immer Kölnisch Wasser getragen. Ja, ist jetzt nicht wirklich so mein Favorit und auch es ist nicht reichhaltig genug. Also da mag ich lieber, ich liebe die Lush Celebrate Cream. So, dann habe ich noch ein Produkt hier von La Roche-Posay aufgebraucht und zwar ist das die Hydra Face Intense Légère. Absolut top Produkt für den Sommer. Ich liebe diese Cremes von La Roche-Posay. Das ist wirklich eine sehr leichte Textur. Ich will jetzt nicht sagen wässrig, aber es ist einfach sehr, sehr dünn. Und da fühlt man einfach nicht, dass man eine dicke Creme aufs Gesicht packt und gibt. Also das Intense Légère gibt mir absolut genug Feuchtigkeit. Also das ist wirklich eine tolle Creme für den Sommer. Da habe ich sogar noch eine zweite hier drin. Guck, die habe ich auch aufgebraucht. Also das ist wirklich so etwas, was ich mir oft neu kaufe. Das war ist mein absolutes Lieblingsparfum gewesen für eine lange Zeit. Das ist das Stella Eau de Stella, also Eau de Parfum Stella, das Original. Also sie hat ja schon mehrere Parfums von Stella McCartney herausgebracht. Das ist das erste, wo sie, glaube ich, herausgebracht hat. Das ist ein wunderschöner, sehr moderner Rosenduft. Ich habe das auch schon nachgekauft in einem Großformat. Das ist, glaube ich, nur 50 Milliliter. Ich habe mir dann das 100 Milliliter gekauft. Das ist ein Eau de Parfum. Es riecht nach Rosen, aber es hat auch eine leichte Zitrusnote drin. Und das, finde ich, macht die Rose nicht so altbacken. Ich finde oft so diese klassischen Rosendüfte, es riecht so nach Oma. Und da ist definitiv noch eine Zitrusnote drin. Ich glaube, irgendwie Orange ist noch drin. Und das macht es einfach jung und frisch. Eins von meinen Lieblingsparfums. Habe es wieder, wie gesagt, nachgekauft. Und das habe ich auch, dieses Parfum habe ich auch zu meiner Hochzeit getragen. Also das war auch mein Hochzeitsparfum. Das war von Kérastase. Das wurde mir, glaube ich, zugeschickt. Würde ich nicht nochmal kaufen, weil das ist eigentlich für lockige Haare. Ich habe es dann trotzdem gebraucht. Ich meine, who cares? Aber das ist jetzt nicht wirklich für meinen Haartyp. Das ist für lockiges Haar. Das ist ein Leave-In-Treatment, also eine Spülung, die man im Haar drin lässt. Ich habe sie eigentlich trotzdem gemocht. Es war nicht so eine dicke Leave-In-Treatment. Also es war so sehr leicht und dünn, aber hat doch sehr gut gepflegt. Also ja, mir hat es eigentlich trotzdem gefallen, obwohl ich nicht lockige Haare habe. Da ist hier noch ein Produkt drin von Clarins, eine Creme, die ich aufgebraucht habe. Hydra Quench Cream. Und das ist einfach eine sehr feuchtigkeitsspendende Creme. Ist auch, also ist nicht total dick, aber auch nicht total dünn. Ist so ein gutes Mittelding. Hat meine Haut auch gut mit Feuchtigkeit versorgt.
aber ich fand, da ist recht viel Duft drin. Da ist definitiv Parfum drin und das mag ich nicht so unbedingt, wenn so starkes Parfum drin ist. Es riecht gut, es riecht so frisch, aber ich mag eigentlich keine Hautcremes mit Duft drin. Also ja, dann habe ich noch hier ein Produkt von L'Oreal und zwar ist das der Make-up-Entferner für Augen und Lippen, speziell für wasserfestes Make-up, also das ist das Ölhaltige. Ja, das funktioniert wirklich super gut und das irritiert meine Augen auch überhaupt nicht. Ich benutze es eigentlich gar nicht mehr so viel, weil wie gesagt, ich nehme ja immer diese Cleansing-Öle und da brauche ich das nicht unbedingt. Das ist nur, wenn manchmal noch so ein bisschen Rest am Auge ist. Oft zum Beispiel, wenn ich falsche Wimpern trage, da sind dann manchmal noch so Leimreste in den Wimpern und dann nehme ich dieses, um so die Wimpern, die Leimreste zu entfernen. Das funktioniert super gut und irritiert meine Augen und meine Haut überhaupt nicht und ich habe sehr, sehr sensible Augen und sehr sensible Haut. Creme von Kneipp, die habe ich leider ausgemistet. Das ist eine, ja, einfach eine Körpercreme. Das ist die Zitronen-Verben-Avocado-Butter-Creme für normale Haut. Ich fand sie für mich einfach nicht reichhaltig genug. Ich fand die Duftrichtung ein bisschen seltsam. Also dieses Zitrus mit Avocado, das hat mir einfach nicht so ganz gefallen. Dann hier eine Handcreme. Das ist wieder mal von dieser Natura Line oder Natura Line von Coop. Handcreme in der Duftrichtung Zitrone. Und das habe ich wirklich komplett aufgebraucht. Das ist Naturkosmetik und vegan und nicht an Tieren getestet, ohne synthetische Farb- und Duftstoffe, kein Mineralöl. Also es ist wirklich so ein tolles Naturprodukt und ich liebte diesen Duft und fand es eigentlich auch recht eine gute Handcreme. Da habe ich hier einen Nagellack von Maybelline. Den werde ich aussortieren. Das ist der Superstay 7 Days Gel Nail Color in Nonstop Pink, Flushed Pink. Der war nicht deckend. Ich mag keine so sheer Nagellacke. Das ist nicht so meins. Ich mag wirklich Nagellacke, die den Nagel komplett mit Farbe abdecken und der war eher so leicht durchsichtig und das mag ich nicht. Das finde ich immer so ein bisschen blöd, dass das nicht auf dem Nagellack steht. Also wenn ich so die Farbe sehe, denkt man, ja, der deckt, aber es war nicht deckend. Also neulich aussortiert, das ist einer von Sally Hansen. Das ist das Complete Salon Manicure, also einfach ihre normale Linie von Nagellack. A Wink of Pink Nummer 840. Ich weiß nicht, ob das eine limitierte Farbe war. Und wie ihr seht, habe ich jetzt eine sehr ähnliche Farbe auf meinen Nägeln. Das ist auch ein Sally Hansen Nagellack, aber das ist von den neuen, von diesen Gel Manicures. Ich glaube, der heißt Birthday Suit. Weil dieser war sehr, sehr streifig. Ich habe den jetzt momentan noch auf meinen Zehennägel und der ist so streifig. Deshalb werde ich den jetzt entsorgen und habe mir anstatt diesen gekauft. Und das ist wirklich eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Off-White, also es ist nicht ganz weiß. Und ich wollte einen, der nicht zu beigefarben ist und nicht zu pink. Und der ist von Sally Hansen, die Gel Manicures. Und den habe ich jetzt schon, glaube ich, 4 Tage dran, ist noch gar nichts gesplittert, also wirklich, wenn der jetzt wirklich so lang hält, dann werde ich wohl noch mehr von diesen Gel Manicure Nagellacken von Sally Hansen kaufen. Von NYX, die sind einfach uralt. Das sind die Jumbo Eyeshadow Pencil Sticks. Die finde ich wirklich gut, die sind toll als eine Eyeshadow Base, aber die waren einfach uralt. Da habe ich die jetzt ausgemistet, aber die Produkte an sich sind sehr, sehr gut. Also von der Eigenmarke Sephora, das wurde mir, glaube ich, auf einem Event gegeben von Sephora. Das ist das Honey Lip Scrub. Also das rubbelt man ja so über die Lippen und dann kommt so die tote alte Haut von den Lippen, sollte ja eigentlich davon kommen. Aber für mich war das nicht grubbelig genug. Also ich nehme meistens einen Waschlappen, wo ich einfach nass mache und dann mache ich das nach der Dusche, geht drüber und da ist wirklich alle tote Haut weg. Und deshalb hat es für mich einfach überhaupt keinen Nutzen, wenn da die tote Haut nicht abkommt und werde es jetzt einfach entsorgen. Aufgebrauchten Concealer von Maybelline, das sind diese Age Rewind und ich liebe die. Ich finde, für mich ist das der beste Drogerie-Concealer und kauft die auch gerne nach. Ich nehme einfach oben hier das Schwämmchen ab. Ich finde das nicht hygienisch und deshalb nehme ich einfach immer den Schwamm weg. Kann man das einfach so hochdrücken und ich nehme dann entweder ein Beauty Blender Sponge, weil die kann man ja sehr gut waschen, oder halt ein Pinsel oder so. Ach, diese Schwamm, ich finde das so grässlich, so mit Schwamm und dann immer wieder zurück und bleh. Nee, danke. Aber das Produkt an sich finde ich sehr gut. Dann habe ich noch hier 2 Produkte von MAC, die ich einfach aussortiert habe, weil die einfach wieder mal uralt sind und die mache ich jetzt back to MAC. Da kann ich mir mit 6 leeren Produkten kann man ja einen Lippenstift bekommen. Das werde ich jetzt auch machen. Shade Sticks. Ich weiß gar nicht, ob die diese noch machen. Das sind diese Crayons, so diese Stift. Oh Gott, ist das alt. Ich habe die auch sehr gern benutzt, aber schon ewig nicht mehr. Also die waren da irgendwie in einer Schublade und die sind uralt, die müssen raus. Weitere Sachen von MAC,
aussortiert, die auch einfach uralt sind. Das sind diese Paints. Ich finde die eigentlich an sich super. Das war so der Vorgänger zu den Paint Pots. Jetzt gibt es ja von MAC diese Paint Pots als Lidschattenbase. Das waren so wirklich die Vorreiter davor. Waren die so in kleinen Tuben. Und eigentlich finde ich die super, weil da kommt kein Luft rein. Also mit den Paint Pots, die trocknen ja dann eher aus. Und hier kommt einfach wirklich null Luft rein. So wie eine Zahnpastatube aus Metall. Ja, die hatte ich in ein paar verschiedenen Farben und finde die auch super. Ich habe hier Bare Canvas und Bamboo. Wie gesagt, uralt. Und ich benutze sie einfach nicht mehr. Habe jetzt auch sehr viel ausgemistet und ich benutze sie nicht mehr. Ich finde wirklich die Paint Pots von MAC super. Dann habe ich hier noch ein paar so Schwämmchen. Oh Gott, die sind voller Staub. Einmal ist dieser Schwamm, dieser Beauty Blender Dupe von NYX. Den fand ich sehr, sehr gut. Der hat so eine angeschrägte Spitze. Also das sieht aus wie ein Beauty Blender, als hätte man da oben einfach ein Stück abgeschnitten. Ein Beauty Blender. Entweder ist es wirklich ein Beauty Blender oder ein Ebeline Eye. Das Clinique Smart Custom Repair Serum. Ich habe einfach keine Resultate mehr. Also ich habe da einfach keinen Unterschied mit dem gemerkt. Also das soll so irgendwie ein super Serum sein. Für mich hat das überhaupt nichts gemacht. Dann habe ich hier noch etwas ausgemistet. Das ist das Caudalie 3-in-1 Moisturizer. Da hat mir der Duft nicht gefallen. Das war so ein komischer, ich weiß nicht, ich mag diese Düfte von Caudalie nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Naturduft ist, aber der riecht so seltsam. Das habe ich einfach deshalb weg. Und dann habe ich hier noch ein paar Lippenbalsams. So einfach so Labello-Sticks. Also sind zwar nicht von Labello. Ich habe hier die von, einfach wieder mal von Coop. Die Well Lip Care. Ich benutze die wirklich bis zum Schluss. Und das ist mein absoluter Favorit. Das sind diese Lippenpflege mit Nordic Berry. Das ist mein absoluter Favorit Lippenbalsam inzwischen. Das ist von Neutrogena. Norwegische Formel. Kostet irgendwie, weiß auch nicht, ein paar Franken und funktioniert super, auch im Winter gegen wirklich furztrockene Lippen. Pepstart Hydro Blur Moisturizer. Und diese Pepstart Moisturizer, die sind eher so für die junge Gruppe, so für die Millennials. Also das soll so wie ein Primer und Moisturizer in einem sein. Also das hat, kennt ihr diese Primers, wo man dran tut, dann hat man so wie so ein Silikongefühl. Und mit diesem Moisturizer hat man dieses Gefühl. Also den sollte man wahrscheinlich eher am Morgen brauchen, wenn man dann nachher sich schminkt, weil dann muss man nicht unbedingt einen Primer verwenden. Aber ich mag das einfach nicht, weil ich mag einfach meine Creme erst dran tun und die einwirken lassen und dann Foundation drauf und wenn überhaupt, dann vielleicht ein Primer darunter. Also ich mag nicht so diese 2-in-1 Produkte. Es ist einfach nicht so mein Ding. Das ist die gesamte Kollektion von den OCC Lip Tars, also diese Obsessive Compulsive Cosmetic Lip Tars. So. Die wurden mir mal zugeschickt von der Firma. Die waren wirklich top am Anfang, weil damals, erstens gab es noch keine Liquid Lipsticks. Und es gab auch nicht so viele Farben. Knallige, poppige und komische Farben, wie zum Beispiel jetzt irgendwie ein Grün oder ein Gelb oder irgendwie so ein Blau. Das gab es damals noch nicht. Die kommen in so einer Tube und da muss man so wirklich ganz wenig hier rausnehmen, also wirklich nur ganz wenig. Und dann ist, kann man das anmalen und das ist eine sehr deckende Formel. Also da ist wirklich so, als hätte man einen Lippenstift angemalt. Aber das Problem ist, dass diese Produkte, die erstens, die sind auf einem Öl basiert. Also das Base ist irgendwie ein Öl und das sieht man auch in dem Produkt, das trennt sich. Zum Beispiel hier beim Schwarz sieht man das sehr gut. Das ist komplett voll bis hier oben, aber da sieht man hier so wie das Ölige hier oben und dann hier unten ist das Pigment und das trennt sich. Wenn Sie wirklich in der Zukunft diese Produkte noch verkaufen wollen, müssen Sie diese Formula ändern, weil das geht einfach gar nicht mehr. Also Leute wollen nicht mehr so Produkte, wo sich so trennen und man kann es nicht gut mischen. Also man kann dann hier irgendwie so kneten, aber man kann es nicht wirklich gut mischen, weil auch wenn man schütteln, das ist einfach zu dickflüssig. Also es ist sehr schwer, das Produkt dann wieder zu mischen. Und was passiert ist dann, wenn man hier dann vorne rausdrückt, kommt dann manchmal einfach so erst ein Stück von dem Öl oder von diesem Gloss und dann kommt erst das Pigment. Und das geht einfach heutzutage einfach überhaupt nicht mehr. Die Farben sind so der Oberhammer und deshalb habe ich die einfach so lange behalten. Aber wie ihr seht, die sind schon alle, haben sich schon alle getrennt und so. Und das ist nicht unbedingt, weil sie schlecht sind, weil die haben sich schon ganz von Anfang an getrennt. Irgendwie nach ein paar Wochen war das schon getrennt. Also es ist nicht, dass es schlecht ist und dass sich deshalb das Produkt trennt. Die mögen sich nicht. Also das ist wie Wasser und Öl. Sie laufen aus. Also wenn du die anmachst auf die Lippen, egal wie wenig Produkt du verwendest oder ob
auch mit Lip Liner, die wandern. Das war natürlich sehr ärgerlich. Manchmal hatte ich irgendwie so ein Lippenprodukt an und nach kurzer Zeit hat sich das schon so in wirklich jeder Rille hier ausgedehnt und ausgebreitet. Und das sieht natürlich absolut hässlich aus, wenn man dann irgendwie so eine knallige Farbe trägt oder irgendwie so ein dunkles, irgendwie so ein Dunkelrot. Und dann geht das einfach überall, weil einfach diese Base von diesem Öl ist einfach ein quasi, das ist ein Öl. Das ist nicht so wie die Liquid Lipsticks von heutzutage, wo dann setten und dann ist die Farbe bleibt. Lip Liners und so versucht das, ich habe alles versucht. Das hält nicht und ich habe das schon von vielen Leuten gehört. Es tut mir echt weh, diese alle wegzuschmeißen, aber die sind unbrauchbar. Die riechen auch inzwischen schon, weil sie so alt sind und die Farben sind sowas von der Hammer. Also ich meine, ich hätte die so gern, wenn die die neu mal machen würden, aber ich kann die einfach nicht benutzen. Die sind alle wirklich komplett unbrauchbar. Ich kann sie nicht mal in Videos tragen, weil ich die ganze Zeit hier da was richten muss. Und ich kann sie definitiv nicht in meinem normalen Leben tragen, weil wenn ich dann unterwegs bin, will ich nicht 100-mal meine Lippen angucken, ob da was ausläuft. Und deshalb werde ich die jetzt alle entsorgen und ich kann die auch nicht weitergeben. Die sind schon alt und ich habe die einfach nicht, ich konnte mich einfach nicht von denen trennen, weil ich das Konzept von dem Produkt so toll finde. Aber die Formulierung oder wie man das nennt, ist einfach grottenschlecht. Und ich hoffe so sehr, dass diese Marke die mal vielleicht neu macht. The Formula Fucking Sucks. So, meine Lieben, das war es jetzt schon wieder. Mein großes Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu lang, aber das ist echt, ey, das sind sicher ein halbes Jahr von Aufgebraucht-Produkten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir doch gerne wissen, was ihr für Topics auch auf Deutsch sehen möchtet. Wir sehen uns dann sehr, sehr bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!